diesem Video werden Prinzipien psychologischer Forschung besprochen. Es können grundsätzlich zwei Schritte des Forschens angeführt werden. Erstens das Aufstellen einer wissenschaftlichen Hypothese bzw. Vermutungen. Es werden mögliche Erklärungen zum menschlichen Erleben und Verhalten entwickelt. Es werden mögliche Ursachen, wie zum Beispiel bestimmte Umweltreize, für ein bestimmtes Erleben und Verhalten angenommen und überlegt, inwieweit diese eine Auswirkung auf die menschliche Psyche haben können. Es handelt sich also um Ursache-Wirkungshypothesen. Eine Hypothese stellt eine Vermutung über den Zusammenhang von Ursache und Wirkung dar und ist dementsprechend kein Beweis. Ein zweiter Schritt des Forschens ist dann das Prüfen dieser Hypothese. Es wird untersucht, ob die ursprünglichen Annahmen, also die Hypothese selber, ob diese zutreffend sind. Eine Überprüfung kann unter anderem in Form von Tests, Beobachtungen, Experimenten und Befragungen durchgeführt werden. Wenn sich die Vorstellungen der Hypothese durch eine systematische und beharrliche Überprüfung als höchstwahrscheinlich zutreffend erweisen, können diese Annahmen als These bezeichnet werden. Eine für die Forschung nützliche Hypothesenbildung setzt voraus, dass im ausreichenden Ausmaß der Stand der Forschung, die betreffende Fachliteratur, andere wissenschaftliche Theorien und Hypothesen studiert werden und im Zusammenhang mit der eigenen Fragestellung bewertet werden. Im Rahmen der Überprüfung der Hypothese werden Angaben unter anderem in Form von Tests, Beobachtungen, Experimenten und Befragungen gewonnen. Diese Daten müssen durch die jeweiligen Forscher und Forscherinnen unvoreingenommen im Hinblick darauf überprüft werden, dass nicht die eigene, sondern andere Hypothesen zutreffend sein könnten. Keine Hypothese darf von vornherein bevorzugt werden. Die gewonnenen Daten müssen so zuverlässig sein, dass auch Dritte bzw. andere Forscherinnen und Forscher zum gleichen Ergebnis kommen müssen, wenn sie ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Die Durchführung von Experimenten ist unter anderem eine Möglichkeit, um den Zusammenhang zwischen möglichen Ursachen und Wirkungen untersuchen zu können. Es können dadurch Ursache-Wirkungshypothesen überprüft werden. Die Umstände bzw. die Situation, in der das Experiment stattfindet, müssen genau überprüft bzw. kontrolliert und nötigenfalls gezielt verändert werden. So muss man beispielsweise im Zusammenhang mit den Versuchsteilnehmern, den Probanden und deren Alter, Anzahl, Bildung und Entgelt für die Teilnahme am Versuch berücksichtigt werden, um zu weitgehend sicheren Ergebnissen kommen zu können. Es werden in diesem Zusammenhang zwei Arten von Variablen unterschieden. Die abhängige Variable. Es handelt sich hier beispielsweise um das Verhalten eines Versuchsteilnehmers, welches beobachtet und untersucht wird. Man spricht in diesem Zusammenhang von Messung der abhängigen Variable. Bei sogenannten multivariaten Experimenten gibt es mehrere abhängige Variablen. Die abhängige Variable ist abhängig von der unabhängigen Variable der sogenannten Verursachungsvariablen. Nun zur unabhängigen Variable. Beim Experiment wird der Einfluss der unabhängigen Variablen auf das Verhalten der Probanden die abhängige Variable untersucht. Im Aufbau des Experiments wird darauf geachtet, inwiefern die Beschaffenheit der Versuchsanordnung, einzelner Maßnahmen, der Versuchsleiter, die Situation bzw. das Verhalten der Versuchsteilnehmer in welchem Ausmaß beeinflussen könnten. Man bezeichnet deshalb in diesem Zusammenhang die unabhängige Variable auch als Verursachungsvariable. Diese unabhängige Variable entspricht beispielsweise einer Belohnung, die den Versuchsteilnehmern für ein bestimmtes Verhalten von den Versuchsleitern versprochen wird. Die Teilnehmer, also die Probanden am Experiment, werden beispielsweise in Form des Loswurfs zufällig ausgewählt. Man spricht von Randomisierung. Im Rahmen des Experiments werden die Teilnehmer in zwei verschiedene Arten von Gruppen unterteilt und untersucht, ob man abweichende
Ergebnisse beobachtet werden können. Zu den Kontrollgruppen. Durchführung des Experiments mit diesem Teil der Versuchsteilnehmer ohne Einfluss einer unabhängigen Variable. Experimentalgruppen. Durchführung des Experiments mit diesem Teil der Versuchsteilnehmer mit Einfluss einer unabhängigen Variable. Wenn es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, wird diese Differenz, dieser Unterschied auf den Einfluss der unabhängigen Variable, also dieser Verursachungsvariable, zurückgeführt. Die Messung des Einflusses erfolgt unter anderem mit Hilfe der Statistik in Form von Mittelwerten. Es kann verständlicherweise auch zu fehlerhaften Messungen des Einflusses der unabhängigen Variablen kommen. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn es aufgrund der menschlichen Wahrnehmung zu subjektiven Aussagen und somit unzureichenden Angaben kommt. Dies wird als verzerrende Einflussgröße bezeichnet. Der Begriff Korrelation kommt vom lateinischen Wort correlatio und bedeutet übersetzt Wechselbeziehung. Mit Hilfe der Korrelation wird angegeben, ob es einen Einfluss der unabhängigen Variable auf die abhängige Variable gibt. So kann beispielsweise die Korrelation, diese Wechselbeziehung zwischen dem Ausmaß einer Hirnschädigung, das wäre dann die unabhängige Variable, und der Fähigkeit, Gesicht erkennen zu können, das wäre die abhängige Variable, untersucht werden. Das Ausmaß des Einflusses wird mit dem sogenannten Korrelationskoeffizienten angegeben. Positive Korrelation liegt dann vor, wenn mehr, dann mehr. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, mehr Zuckerzusätze versüßen ein Getränk. Eine negative Korrelation liegt dann vor, wenn mehr, dann weniger. Ein Beispiel wäre, eine längere Autofahrt führt zu weniger Benzin im Tank. Nullkorrelation. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der abhängigen und unabhängigen Variable. Nun kommen wir zu den Tests. Tests werden im Bereich der Psychologie noch häufiger verwendet als Experimente. Es werden in diesem Zusammenhang mehrere Arten unterschieden. Hier zwei davon. Die sogenannten Leistungstests. Es wird die Leistung, Fähigkeit und Fertigkeiten der Menschen gemessen. Bei den Persönlichkeitstests werden Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise Ängstlichkeit und individuelle Unterschiede zwischen den Menschen gemessen. Eine genaue Unterscheidung zwischen Leistungstests und Persönlichkeitstests ist nicht immer leicht zu treffen, da beispielsweise Merkmale der Leistungsfähigkeit beiden Testarten zugeordnet werden können. Eine weitere Forschungsmöglichkeit der Psychologie stellt die Beobachtung dar. Es werden in diesem Zusammenhang mehrere Formen unterschieden. Nun zur direkten Beobachtung. Diese Beobachtungsform setzt unter anderem ein Beobachtungstraining voraus, bei dem es unter anderem darum geht, eine erfolgsversprechende Vorgehensweise einzuüben. Einerseits einen möglichst umfassenden Blick auf die Einflussfaktoren, also die unabhängigen Variablen der Situation zu gewinnen und andererseits Untersuchungsschwerpunkte festzulegen, um sich besser auf einzelne Gesichtspunkte konzentrieren zu können. Nun zur Befragung. Es handelt sich hier um eine indirekte Beobachtung in Form von beispielsweise Fragebögen und Interviews. Eine besondere Herausforderung stellen in diesem Zusammenhang unter anderem beabsichtigte Falschaussagen dar, wie beispielsweise in Umfragen Antworten zu Fragen bezüglich politischer Ansichten und dem menschlichen Sexualverhalten. Nun zu Fallgeschichten. Einzelne Menschen werden über einen längeren Zeitraum hin beobachtet und befragt, um beispielsweise die Entwicklungsbedingungen der Individuen besser nachvollziehen zu können. Die Aussagekraft dieser Fallgeschichten ist vielfach begrenzt, da beispielsweise die Erinnerungen der Personen über ihre eigene Kindheit häufig lückenhaft und subjektiv gefärbt sind. Menschen erzeugen und konstruieren Aussagen über ihre Vergangenheit, ähnlich wie ein Baumeister ein Haus plant und baut. Bestimmte unansehnliche Teile werden weggelassen und andere aus Sicht des Individuums wünschenswerte Elemente werden hinzugefügt. In diesem Sinne stellen Erinnerungen und Aussagen darüber letztlich auch Konstruktionen dar. Die psychologische Forschung muss sich an ethischen Prinzipien orientieren, die vorgeben, welche Vorgehensweise erlaubt und welche unerwünscht ist.
Es gilt, das Risiko für die Teilnehmer an der Forschung möglichst gering zu halten. Diese Vorgehensweise wird als Prinzip des minimalen Risikos bezeichnet. Ethische Prinzipien verlangen neben der ausdrücklichen Zustimmung zur Teilnahme an der Forschung durch die Teilnehmer auch eine Aufklärung über beispielsweise den Versuchsverlauf vor der Untersuchung. Dies wird als informierte Einwilligung bezeichnet. Die Auskunft über die das Individuum betreffenden Forschungsergebnisse wird als postexperimentelle Aufklärung bezeichnet. Die Probanden, also Teilnehmer, haben einerseits ein Recht auf Geheimhaltung von beispielsweise ihrer in Befragungen getätigten Aussagen, während andererseits die Versuchsleiterinnen und Leiter der Öffentlichkeit umfassend über die Ergebnisse und den Verlauf der Forschung Auskunft erteilen müssen. Das Recht auf Geheimhaltung kann dementsprechend unter gewissen Umständen im Widerspruch zu Anforderungen der Wissenschaft stehen, wenn beispielsweise Angaben zu Forschungsergebnissen, den verwendeten Methoden, die Anzahl und Namen der Teilnehmer nicht veröffentlicht werden dürfen bzw. dürften.